Moin mit da und herzlich willkommen zurück zu Monopoly. Wir spielen heute nicht Monopoly, nein, wir spielen heute mal wieder Sudoku. Ui, 12 mal 12. Bin ich denn verrückt? Ja, anscheinend. Ey, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob das hier gut geht. Ich habe das noch nie gemacht, so viele Kästchen. Es wird hart. Ich glaube, es wird hart. Aber ich würde es gerne mal probieren. Sure, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es ja. Ich möchte erstmal durchzählen. Hier fehlen 7. Hier fehlen 5. Das ist ganz gut. Hier fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist zu viel. Hier fehlen 6. Hier fehlen 10. Hier fehlen auch nur 5, das ist gut. Hier fehlen auch nur 5, das ist gut. Hier fehlen wieder viel zu viele. Hier fehlen nur 4. Das ist sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Hier fehlen wieder nur 5. Und hier fehlen 7. Ich würde einfach mal sagen. Huch. So. Dann fangen wir doch mit dem an, wo nur 4 fehlen. Ich habe mich voll verzählt. Hier gibt's, hier sind auch 5. Hier fehlen 5. Naja, gut. Dann fangen wir trotzdem mit dem an. Mit dem hier unten. Hier fehlen 5. Okay. Wir sehen auch schon. Oh, guck mal, hier sieht man sogar schon was. 2 Einsen. Bedeutet, eine 1 muss hier hin. Da muss eine 1 hin. Und das war's. Vielen Dank. Die 1. Die 2 schon drin, die 3 auch, die 4 auch. Die 5. 5 ist hier, ist eine 5. Das heißt, hoch. Das heißt, hier kann keine 5 hin. Sonst sieht aber schlecht aus, wa? Keine 5 irgendwo. Die 6 ist hier. Keine 6. Keine 6. Ich würde tatsächlich mal zum Schreiben, einfach damit man mehr Platz hat, so ein bisschen weiter rangehen. Die 6 ist echt, kann überall hin, oder was? Ja, lecko mio, Alter. 6, 6, 6, die 7. Die 7 ist hier. Hier ist eine 7. Da ist eine 7. Mehr haben wir aber nicht. Also auch die 7 kann überall hin. Nicht gut. Die 8 ist schon drin. Die 9 kann. Fuck. Die 9 nicht. Die 9 ist hier. Die 9 ist hier. Okay. Dann haben wir tatsächlich eine feste 9. Und zwar. Sag mal, so. Hier. Hier muss die 9 hin. Oh, und dann können wir die. Guck mal, hier ist eine 9, da ist eine 9, hier ist eine 9. Und hier ist auch eine 9. Das heißt, wir wissen, dass hier oben auch eine 9 hinkommt. Sehr, sehr gut schon mal. Und wenn ich das sehe, dann bleiben auch für die beiden hier nur eine 9 übrig. Und auch hier ist schon die 9. Also kommt auch hier eine 9 hin. Und das bedeutet, hier ist eine 9, da ist eine 9, da ist eine 9. Dass auch im untersten Feld nur noch hier unten eine 9 hingehört. Und das bedeutet, nee, da ist die 9 schon. Okay. Das bedeutet, wir haben eigentlich die 9 alle außen rum.
tatsächlich. Also jetzt kann man mal gucken, hier in der Mitte. Hier ist nämlich die 9. Da ist die 9. Außerdem ist hier die 9. Hier die 9. Oh, nee, da ist ja auch schon die 9. Fuck, das heißt, warte, hier ist ja schon die 9 drin. Wo fehlt denn jetzt noch eine 9? Hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Das könnten wir aber dann ausklammern alles. Da nicht, da nicht, da nicht. Na dann, wissen wir ja, die 9 ist hier. Damit sind alle 9 durch, oder? Mega! Okay, die 9 ist fertig. Die 9 ist fertig. Den Rest, den kann man hier, glaube ich, aber nicht draus machen. 5, 6, 7, 5, 6, 7 und 6, 7 ist einfach nicht drin. Schade, schade. Aber was wir doch jetzt tun könnten, ist den nächsten Block finden, der nur 5 hat. Vielleicht den hier. Also der hier. Der hat nämlich auch nur 5. Die 1 ist nicht drin. Die 1 kann nicht hier sein. Das war's? Das war's. I assume. Also 1, hau ab. 1 und 1. Ich hätte das gern so. Die 2 ist auch nicht drin. Die 2 kann nicht hier sein. Die 2 kann nicht dort sein. Kann die 2 noch irgendwo nicht sein? Fuck. Fuck this shit. Okay, nee, tatsächlich. Also 2 ist hier. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. So, so und so. Naja, sieht aus wie eine 12, ne? Boah, ist das ätzend. 1, 2, die 3 ist drin. Die 4 ist nicht drin. Die 4. Oh Gott. Haben wir überhaupt nicht? Wo ist eine 4? Nirgendwo ist eine 4. Keine einzige 4. 4, 4, 4, 4, 4. Was eine Scheiße. Okay, ich brauche jetzt irgendwas Gutes hier. Die 5 sieht auch nicht gut aus. Hier ist die 5. Der Rest ist scheiße. Also 5. Boah. Die 6 ist finster, die 7 auch. 8, 9, 10, 11 auch. Nur die 12 fehlt noch. Die 12 ist hier. Die 12 ist dort. Zweimal die 12, wa? Was ich aber gerade sehe, die 12, ja, das ist gut, guck mal, hier unten ist eine 12, die geht hier hoch, hier ist eine 12, da ist eine 12, aber hier oben ist keine 12. Bedeutet, hier oben muss eine 12 rein. Dann können wir das Ganze weiter spinnen. Hier ist nämlich eine 12, da ist auch eine 12. Es fehlt nur noch eine 12 hier. Und das macht das hier relativ trivial. So. Bringt uns aber weiterhin nicht so viel, leider. Aber die 12 haben wir. Die 12 haben wir. In der obersten Reihe, in den oberen, hier sind die 12 fertig. Nur
12 bedeutet, hier unten müsste die 12 sein. Hier. Na, hier, das geht hier rüber, das geht da rüber. Da ganz rechts kann ja eh keine sein und hier ist auch nur 12 und gut ist. So, da ist auch nur 12, da ist auch nur 12. Und jetzt können wir bestimmt hier in der Mitte auch die 12 wieder rausholen. Da kann das nicht sein, da kann es nicht sein, da kann es nicht sein, hier kann es nicht sein und hier kann es nicht sein. Bedeutet, hier ist die 12 und damit haben wir die nächste Zahl, glaube ich, komplett. Nicht die 12. Die 12 müsste ich jetzt überall platziert haben können. Wollen wir mit der 11 weitermachen? Ich habe das Gefühl, die 11 ist auch schon relativ oft vorhanden. Die 11 ist auch schon relativ oft vorhanden. Guck mal, hier oben fällt. Hier kann die 11 nicht sein. Hier kann sie auch nicht sein. Die anderen beiden sind es aber, könnten es werden. Das heißt, ich mach mal so. Genau, hier ist die 11. Hier ist auch die 11. Und da unten ist sie nur noch nicht. Hier kann die 11 nicht sein. Hier kann sie auch nicht sein. Das sieht schlecht aus. Hier sind es tatsächlich noch ein paar mehr. Na egal, ich gehe erstmal nach rechts weiter. Na, obwohl die ersten zwei Dinge haben schon die 11. Hier ist auch schon die 11, da und da und da. Auch zwei sind noch übrig an der Stelle. Also 11. Schwierig. Da ist schon die 11. Hier unten ist sie nur noch nicht. Oh, aber wir können hier was ausschließen, glaube ich. Die beiden können es nicht sein. Hier kann es auch nicht sein. Bedeutet, hier unten ist entweder hier. Oh, ich wollte das hier machen. Oder hier. Da sind die 11. Kann nur sein. Das heißt, einer der drei hier muss das sein. Der hier nicht. Bedeutet, hier unten. Hier oder da ist die 11. Okay, das war gar nicht mal so erfolgreich. Naja, egal. Wir haben es versucht. Was gewinnt noch? Die 10? Ja, gut. Ja, hier, komm, lass mal die 10 machen. Auch die 10 scheint relativ oft schon da zu sein. Das nervt mich. Das nervt mich schwer. Ah, warte mal, ich habe hier was. Also, guck mal, die 10 geht hier runter. Die 10 geht so. Die 10 geht so. Dann bleibt nur noch einer übrig für die 10. Muss die hier hin. Das ist doch was. Das heißt, hier kann sie nicht sein. Bedeutet im Umkehrschluss, hier oben muss die 10 sein. Hier ist schon eine 10, hier ist schon eine 10. Das heißt, hier muss die 10 hin. Na, weil hier muss die hier unten die 10 drin sein. Normal stuff. Also, ja, aber hier tatsächlich kann die 10, diese 3 hier. Schwierig. Generell schwierig. Überall außen ist die 10. Nur in diesen drei mittleren Feldern nicht. In diesen 4 sogar, allen 4. Boah, Fakt. Das ist Fakt.
Okay, ich mache einfach mal hier weiter. Hier sind noch 5 Felder nicht ausgefüllt. Vielleicht können wir damit ja weitermachen. Ja. Ja, das machen wir. Das machen wir. Die 1 ist schon drin. Die 2. Die 2 ist... kann hier nicht sein. Der Rest ist relativ möglich. Zwei, 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 zwei. Glaube ich. Hier, na, hier ist die eine 2, aber eine andere sehe ich gerade nicht. So, die 3 ist drin, die 4 ist drin, die 5 ist auch hier in dieser Scheiß... Oh, warte, bevor wir irgendwas machen. Was fehlen da? Was fehlen in dieser Reihe für 2 Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5. 6 ist nicht drin. Die 6 muss hier hin, weil die 6, andere 6 hier schon ist. 7, die 8. Na dann. Kommt die 8 halt hier hin. Cool, lustig. So. Na gut, aber die 5. Die 5. Ich kann ja auch schon mal, was ich hier gerade hier einfällt, nur die 1. Die 1. Die 1. Die 1. Die 1. 2, 3. Die 4. Die 4 kann hier hin oder hier hin. Weil hier und da sind schon 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, die 10. Yeah. 10, 10, 10. Fuck the 10. Fuck the 10. Okay. Machen wir weiter mit dem, wo wir vorher aufgehört haben. Wir waren bei der 5, richtig? Ich glaube, bei der 5. Also, genau, 3, 4 waren drin. Die 5. Die 5 ist hier. Hier ist eine 5. Kann ich da. Nee. Okay, bedeutet ja, der Rest kann ja nur 5 sein. 5, 5 und 5. Die 6. Die 6 ist auch nicht drin. Oh Gott. 6 ist hier auch free. Also das ist free von 6. Hier der auch. Komm. Ist da irgendwo noch eine 6? Nope. Gut, dann haben wir noch 2. Ort, an die 6 sein kann. 6 und 6. 7 ist da. Juche und Juha. 8 kann da nicht hin. Die 8 kann sonst überall hin, oder was? Aber das ist gut. Glaube ich. Weil 9 ist drin. 10 ist drin. Die 11. Die 11 ist hier oben. Das heißt, da kann die nicht rein. Und hier. Das heißt, die haben da. Die haben ihre beiden Plätze. Haben wir schon. Die 12 ist da. Bedeutet. Ganz klipp und klar. Wir haben hier ein 2-8er-Triplet. Das heißt, die 2 und die 8 können hier nicht sein. Die 2 kann hier nicht sein. Die 8 kann hier nicht sein. Bedeutet, hier ist die 5. Die 5 kommt hier rein. Damit kann die 5 hier nicht sein und hier auch nicht sein. Damit haben wir einmal ein 11-6er und einmal ein 2-8er Double. I mean, sure.
I mean, sure. Eigentlich sollten wir denn. Das heißt, wir können auch den hier auch rausbekommen, oder? Eins, die zwei ist da oben, die drei ist da unten, die vier ist hier nirgendwo. Fünf ist da, sechs ist da, sieben ist da, die acht ist, die acht ist auch da drin, die neun, die zehn, was haben wir eingetragen, die elf, die zwölf, okay, dann muss hier eine vier rein. Da muss hier eine vier rein. Da lässt sich nichts dran machen. Kann hier die vier nicht rein. I'm quite sure, to be honest. Muss da die 4 rein? Können wir das noch hier in der 6-11er-Reihe noch machen? Also die 1 ist ja da. Die 2 fehlt. Die 2 kann hier nicht rein. Sonst aber schon, ne? Also 2, 2. Und halt dahin noch, ne? Genau. 3 ist da. Die 4 ist. Unausstehlich. 4, 4. Ich glaube, die ist überall. Ich sehe gerade keine. Die 5 ist auch nicht da. Okay. Die 5, natürlich ist da die 5. 5 kann überall rein. Natürlich. Die 6 ist schon eingetragen. Die 7 ist auch schon eingetragen. Fuck. Die 8 ist da hinten. Wie sieht es an der Stelle aus? Hier kann keine 8 rein. Da kann keine 8 rein. Na gut. Das heißt, wir haben entweder. Na, wir haben. Ach, an den äußersten Plätzen eine 8, wa? So. Neun ist drin, zehn ist drin, die elf haben wir auch schon, zwölf haben wir auch schon. Okay. Nicht gut. Jetzt die Frage, macht man es gleich mit der da oben auch nochmal? Dann hat man es halt. Die 1. 1 kann hier nicht rein. Die 2. 2 ist hier drin. Im Rest aber nicht. 2. 2. Die 3. Ne, die 3 muss ja auf jeden Fall hier oben sein. Kann nicht hier rein.
Lustigerweise auch die beiden hier. Die 4. Ich würde behaupten, die kann hier nirgendwo rein. Weil hier ja schon die 4 oder da die 4 hin muss. Die 5 ist hier schon drin. Die 6 ist hier schon drin. Die 7 kann nicht hier hin, kann nicht hier hin, kann nicht hier hin. Kann nicht hier hin. Mensch. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig, wa? Ist das richtig? Warte, hier ist die 7. Hier ist die 7. Hier ist die 7. Und hier ist die 7. Mensch. Trage ich die mal fix hier ein. Bevor es zu spät ist. Die 8 ist eigentlich auch noch nicht fest, glaube ich. Ja, da habe ich die zweimal eingetragen. Hier kann sie nicht sein. Da natürlich schon. Und also hier kann sie sein. Hier kann sie auch sein. Also bis jetzt sieht's gut aus. 9 ist da, 10 ist da, 11 ist da, 12 ist da. Krass, okay. Bedeutet, ja, wir können hier die 8 tatsächlich eintragen. Nur an der Stelle ist die 8 vorhanden. Und wenn ich jetzt mal so schaue. Also, doch, das sollte eigentlich gehen, ne? Schaut mal. Hier ist die 3, das heißt, hier kann die 3 nicht sein. Hier ist die 3, das heißt, sie kann da nicht sein. Wir brauchen aber eine 3, ne? Also muss hier eine 3 rein. Würde ich so unterschreiben. Also alle 7 sind jetzt hier vorhanden. Die 8 ist eines hier, die andere ist da. Also quasi hier. Ja, warte, wir haben doch so. Wir haben die. Die. Und wir haben die. Wir wissen also, hier kommt die 8 rein. Okay. Great. So, und was mit der 3? 3 ist hier, 3 ist hier. Haben wir irgendwo noch eine ausschlaggebende 3. Nö. Nö. Schade. Aber was ich gerade sehe, hier ist jetzt die 8 eingetragen. Das heißt, hier muss die 2 rein. Geht nie anders. Und die 1, die 4 und die 10 fehlen dann noch. Die fehlen dann noch so. Können wir damit weiterarbeiten hier an der Stelle? Hier ist die 2. Oh, das heißt, das bedeutet, hier muss die 8 rein. So. Heißt, wir haben die Zeile fertig. Nur die 11 und die 6 sind halt blöd. Okay. 9, 9, 9, 9. Haben wir alle 9 mittlerweile? 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Da ist eine 9, da ist eine 9, da ist eine 9, da ist eine 9. Ja, haben wir. Okay. Hier unten. Da fehlen noch 4 Ziffern. Können wir damit irgendwas tun?
Nein, es sind vier Zahlen, sorry. Pardon. Also, eins ist hier, eins ist die nützt uns nichts. Bringt uns generell nichts, ne? Fuck, egal. Aber gut, die 1 kommt also entweder hierhin oder hierhin. 2 ist auch nicht da. Frech. Doch ist sie. Die einzige 2 hier, mind you. Ja. Zwei ist da, die 3. Die 3 macht hier zu. Macht noch eine 3 irgendwas zu. Bitte. Nope, ich glaube nicht. Na gut. Und es fehlt die 4, oder was? Are you fucking kidding me? Hier ist eine 4. Das bedeutet aber, das sagt uns aber was anderes. Das heißt, hier muss die 4 sein, hier unten. Was das zumacht. Und dann wissen wir, dass hier eine 4 ist. Naja, nicht das, was wir wollten. But it's something. Aber kann es sein, dass das schon war? Nee, die 5. Die 5 fehlt noch. Die 5 kann hier auch nicht sein. Perfekt. Die 5 kann hier auch nicht sein. Und die 5 kann auch hier nicht sein. Das bedeutet, die 5 muss hier unten hin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, bla, 12, hier ist die 1. Hier ist die 3. Und hier ist die 4. Das sollte eigentlich richtig sein. Jetzt können wir auch bestimmen. Zack, zack, zack. Hier ist die 7, nein, die 3 in der Spalte. We are going strong. Und jetzt sollten wir die beiden hier auch bestimmen können, oder? Also, 1 ist da, 2 ist da. Die 3 fehlt, richtig. Die 3 muss hier hin, weil hier ist eine 3. Können wir die hier auch schon bestimmen vielleicht? Hier ist keine. Das heißt, in den beiden hier muss ein Feld eine 3 sein. Warte, 3 ist da, 3 ist da. Ja, gut, ja, brauche ich jetzt nicht. So, 4 ist da, genau, die 5 ist hier, die 6 ist hier. Die 7 fehlt, die 7 muss also hier rein. Das heißt, die 7 fehlt noch in vielen, vielen Bereichen, wa? So, jetzt würde mich hier nochmal interessieren, jetzt sind ja nur noch 3 übrig. Okay, was fehlt denn hier noch? 1 fehlt nicht. Die 2 fehlt. Die 2 kann hier nicht rein. Wegen der hier oben. Die anderen beiden schon richtig. Yes. 2 und eine Krüppel 2. Die 3 ist da. Die 4 ist da. Die 5 ist da. Die 6 ist da. Die 7 ist da, die 8 ist da, die 9 ist da, die 10 haben wir schon eingezeichnet. Haben wir auch leider nichts Neues drum. Die 11 haben wir auch schon eingezeichnet. Und die 12 ist auch da, okay.
Die 12 ist leider auch schon da. Na gut. Was als nächstes tatsächlich auch nur 4 übrig hat, ist das hier. Schauen wir so das mal durch. Generell hier oder die Linie generell. 2, 4 und 5 fehlen insgesamt noch. Hier kann anscheinend alles 3 rein. Wie sieht es aus mit den hier unten? Die 2. Oh, jetzt sehe ich es. Hier ist schon die 5. Bedeutet, hier kann keine 5 rein. Bedeutet, hier oben muss die 5 rein, anders geht's ja nicht. Wenn die hier nicht hin könnte, wo dann? Bedeutet, hier kann die nicht hin, hier kann die nicht hin. Das heißt, hier kommt die 4 hin, hier kommt die 2 hin. Bedeutet, hier kommt keine 2 hin, kommt hier keine 4 hin. Perfekt, geil. Okay, was fehlt also noch? Die 2 und die 4. Hier ist eine 4. Also hier hinten ist eine 4. Kommt die 4 hier. Und dann die 2 hier. Passt. Okay, dann fehlen hier noch 2. 1 ist natürlich die 1. Die 1 kann, glaube ich, in beide. Hier ist die 1 und hier ist die 1. Was fehlt noch? 2, 3, 4, 5. Die 6. Die 6 muss hier hin. Hier ist die 6, da ist die 6, da ist die 6. Dann bedeutet das ja auch gleichzeitig, hier ist die 1. Das heißt, hier kann keine 1 sein. (2, 4, 4, 5, 1, 5, 1, 5). Bedeutet, wenn hier dieses 1-5-Ding ist, kann hier keine 5 hin. Da muss die 4 rein. Hätte man auch so drauf kommen können, ne? Weil der Rest fertig ist. Na gut, hier ist die 4 auch schon. Das heißt, hier muss die 2 rein und das 1-5-Double bleibt. Na gut. Aber es wird langsam, wa? Es wird langsam. Das ist doch die Hauptsache. So. Dann wollen wir uns mal um die Reihe hier kümmern. Also. 1 ist da. Die 2 ist missing. 2 ist missing. 2 kann hier nicht hin. Die beiden anderen schon. Okay. 2, 2. What about the 3? Die 3 ist hier nicht vorhanden. Hier. Da ist schon. Also auch die gute 3. Die 4 ist schon. Ach, warte, ich bin so blöd. Auch die 3 ist ja schon hier. Also. Egal. 4 ist drin, 5 ist drin, 6 ist drin, 7 ist drin, die 8 fehlt, kann aber hier nicht rein, kann hier auch nicht rein, okay. Na dann wird die hier reinkommen. Und der Rest ist ja eigentlich klar, ne? Und 11. So. Hier unten. Die 1 kann hier nicht hin, die 1 kann hier nicht hin. Well, that was fast. Das heißt, die 1 kommt hier hin. 1.
Die 2 ist da, die 3 ist nicht da. Die 3 ist auch generell noch nicht da. Also die 3 kann hier rein oder hier. 4 ist da, 5 ist da, die 6 ist da. Die 7 fehlt. Die 7 fehlt. Dann ist die 7 entweder hier oder hier. Gar keine Frage. Ist denn schon der Rest geklärt? Was ist mit diesem Feld hier? Ich möchte dieses Feld mal kurz ausprobieren. 1 ist da. 2 ist da. 3 ist noch nicht da. Die 3 könnte tatsächlich da drin sein. Die 4 ist schon da. 5 könnte da auch rein. Die 6 ist auch noch nicht da, könnte aber auch nicht rein. Die 7 könnte nicht rein. 8 auch nicht, 9 auch nicht, 10 auch nicht, 11 auch nicht, 12 auch nicht, schade. Okay, 3, 5, 3, 7. Okay. Das ist ätzend. Okay, und das mit den dreien hier. Also 6, 7 ist hier fertig. Ich glaube, der Rest geht auch nicht. 1 geht nicht. 2 geht nicht. 3 geht nicht. 4 geht nicht. 5 geht auch nicht wegen der da oben. Meine Fresse. Die 6, ja, könnte halt sein. Die 7 können sein. 8 geht nicht. 9 geht nicht. 10 geht nicht. 11 geht nicht. 12 geht nicht. Okay, alles gut. Dann die hier. Die 3 hier. Was fehlt da? Die 1 könnte. Fuck me, dude. Okay. Überall sein. Die 2 nicht, die 3 nicht, die 4 nicht, die 5 nicht, die 6. Ne, die 6 sieht an dieser Stelle hier und an dieser Stelle hier schlecht aus. Die 7. Teilt sich eine Stelle. Fuck you, dude. Sieben kann hier sein. Die 8. 8 ist. Ah, und hier halt. Hm. 9 ist drin, 10 ist drin, 11 ist drin, 12 ist drin. Fuck, okay. Also nix. Wie machen? Machst du nix? Ah. Wir sind soweit. Okay, aber wir kümmern uns jetzt um den hier. 1 ist drin. Die gute alte 2. 2 ist hier. 2 ist da. 2 ist hier, okay. Muss hier die 2 hin. Was ist das mit den 2? Hier ist die eine 2, da ist die andere. Hier ist die dritte, da ist die vierte. Und generell, 2 ist drin, 2 ist drin, 2 ist drin. Hier ist die 2 auch drin. Hier ist die 2 nicht drin. Da ist die 2 drin. Kriegen wir das hin mit der 2? Mal schauen. Die sind fertig. Die sind fertig. Die sind fertig. Nope. Da bleiben 2 übrig. Da und da. Und hier unten, da ist keine 2. Da ist anscheinend auch keine 2. Hier ist die 2.
Nee, geht anscheinend nicht. Egal, wir machen weiter. 2 kommt da hin. Die 3 kann natürlich hier hin, wie wir schon rausgefunden haben. Hier kann sie nicht hin. Und hier könnte sie eventuell hin. Okay. 3. 4 ist drin. Was mit der 5? Hier kann die 5 offensichtlich hin. Hier kann sie nicht hin. Die beiden hier. Scheint einen nichts von abzuhalten. So. Die 6. Ist... Doch, fuck, Alter. Hier ist eine 6. Hier ist eine 6. Scheiße. Sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Wir fehlen generell ganz schön viele 6, ne? Also, die 2. Ja, hier fehlen ganz viele 6. Also, 6. 6 und 6, richtig? Nochmal, hier ist die eine 6 und da ist die andere, die wir zur Verfügung haben. Was ist denn hier? Guck mal, da ist die 6, da fehlt, da macht die das zu. Das macht die auch zu. Der macht das zu, der macht das zu. Der macht das hier zu, da fehlen immer noch 4. Nee. Nichts Eindeutiges. Das ist ja scheiße. So. Die 7 macht das hier zu. Und sonst nichts, ich weiß nicht. Oder? Sieben, sieben, sieben. 8, 9, 10, 11, 12, der Rest ist da. Okay, wow, das hat gar nichts gebracht. Did nothing. Aber, ich sehe gerade, hier ist jetzt die 11. Bedeutet, dass wir weiterkommen. Das heißt, hier kann nämlich keine 11 sein. Das heißt, hier muss die 6 hin. Das hätte mir schon früher auffallen können. Da muss hier die andere 11 hin. Komm, das macht hier die 6 weg. Hier die 6 weg. Wir haben das 5-7er Pärchen wieder. Und es gibt nur eine 6 in diesem Feld, nur noch hier. Und das ist natürlich gut. Weil wir dann wissen, was hier hinkommt. Oh, warte. 6, 7, genau, die 7. Und dann wissen wir, was hier hinkommt. Nämlich die 3. Hier die 7. Nice. Hier wird zum 4-5er. 5-6er. Das heißt, hier kann nur noch die 3 hin. Da ist eine 6, das heißt, hier muss natürlich eine 5 hin. Das war die schlimmste 5 ever. Und hier die 6. Oh, heck yeah. Komm. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen was hin. Hier kann jetzt keine 7 mehr sein. 1, 6, 1, 8, 1, 6, 8. Das bringt uns, glaube ich, auch noch nicht allzu viel. Aber die beiden hier.
Hier ist ja noch das 1,5er-Ding. Komm, 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 komm. Die 1. Die 1 kann hier nicht sein. Die 1 kann aber hier sein. Das heißt 1. 2 ist drin, 3 ist drin. Die 4 ist drin, die 5 ist nicht drin. Die 5 kann nicht hier sein. Sie kann aber hier sein. 5. 6 ist drin, 7 drin, 8 ist drin, 9 ist drin. Die 10. Die 10. Bitte tu das nicht. Kann 10 sein, kann 10 sein. Oh, leck mich am Arsch. 10, 10. Mmh. Was mit der? What about it? Also, 1 ist da. Die 2. Die 2. Warte, welche habe ich jetzt gesagt? Die hier, ne? Warte. Egal, ich glaube, es ist die. Die 1. Genau, die 1 ist da. Die 2 ist nicht da. Hier ist aber eine 2. Die anderen beiden scheinen zu machen. 2, 2. Die 3 ist da, die 4 ist da, die 5 ist nirgendwo. Und damit überall, okay. Ja. Keine 5 hier, keine 5 da. Also, 5, 5. 6 ist da. 7. 7 kann nicht hier sein. 7 kann nicht hier sein. Sieben ist hier. Ja, okay, den Rest können wir jetzt sparen, wa? Also 5. 2. Okay. Wenn ich jetzt mal so schaue. 7 hier. 7 hier. 7 hier. 7 hier. Okay. Machen wir hier weiter. Ein weiter unten. Eins ist da, zwei ist da. Die 3. Mach das hier weg und das hier weg. Na dann. Na dann. 3. Wo fehlt denn jetzt noch? Hier ist die 3, da ist die 3, da ist die 3. Da ist die 3 und da ist die 3, okay. Also wissen wir, da muss die 3 sein. Gut. 4 ist da, 5 ist da. 6 da, 7 da, 8 ist da, 9 ist da. Die 10. Die 10 kann natürlich an beiden sein. 10. 11 ist hier. Okay. Na dann. Elf und 10. 11 und 10. Sorry, ich bin immer so akribisch. So, dann können wir die 3 jetzt irgendwie schon mal auflösen. Ist hier irgendwo noch mal was erschienen? Irgendwie so eine 1 untergekommen? Ich glaube tatsächlich nicht. Also die 1 kann, ja, kann hier sein, da sein und da sein. Die 8 kann da sein, da sein. Die 6 kann hier nicht sein. Da, war da schon, okay. Nee, das ist nicht besser geworden. Aber hier ist die 11 schon.
Bedeutet ja eigentlich, hier muss die 10 hin, wa? Die 2 kann es auch nicht sein, also. Ja! So, bedeutet 2, 11, okay. 2 und 11. Supi! Dann haben wir, glaube ich, alle 11 an der Stelle. Und auch sonst. Also hier kann schon mal die 2 weg. Das ist jetzt die Frage. Warte. Also, die 2 kann nicht hier hin. 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 Und hier auch nicht. Gut. Das heißt, hier muss die 2 hin. Die 2. Thema 10. Guck mal hier oben. Nee. Die 10 hier. Die können wir schon mal weghauen. Die anderen aber noch nicht, ne? Die 10 hier ist noch offen. Die 10 hier ist auch. Nee, ist nicht mehr offen. So. Hier ist nämlich die 10. Okay, cool. Damit wissen wir, hier kommt die 10 hin. Hier nicht. Bedeutet, hier kommt auch die 10 hin. Fuck. Ja. Und dann fehlt hier nur noch einer. 1, 2, die 3 ist da, die 4 ist da, die 5 fehlt noch. Das sollte mir Auskunft über die 7 hier geben. Dann die 5 hier. Dann die 1 hier. Dann die 5 an der Stelle. Dann die 1 hier. Dann die 8 hier. Und das. Das war's, okay. War ja auch gut. Hat geholfen. Und hier fehlt jetzt nur noch eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, die 6. Die 6 muss hier hin. Das heißt, hier wissen wir 1, 6. Also hier oben wissen wir 4, 1. Das war eine scheiß 4. Und jetzt fehlen tatsächlich nur noch 3 Zahlen bis zum Sieg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier muss die 7 hin. 7. Rechts daneben. 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Aber die 8 fehlt. Das können wir so aussuchen. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So. Ladies and Gentlemen, we got him. Krass. Tatsächlich haben wir es geschafft. Mein erstes 12x12 Sudoku. Ey, krass. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber es wird schon 1-2 Minütchen in Anspruch genommen haben. Aber hey. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz, dass ich das hinbekommen habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dran gesessen habe, aber naja, war doch okay. Ich hatte nie komplett das Gefühl, dass ich stuck bin. Also, danke fürs Zusehen. Das war 12x12 Sudoku. Das war ein Hype. Also, bis dann. Ciao, Mädel.